Hallo. Den Dimitri Sommer hätte ich gern gesprochen. Das ist ein Telefon, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, super. Herr Sommer, ich verstehe Sie akustisch nicht ganz laut. Haben Sie da vielleicht ein Headset an oder? Ist jetzt besser? Ja, ein wenig, nicht gerade viel, aber ich verstehe Sie laut und deutlich eigentlich. Sehr gut. Herr Sommer, es geht ja um die Stromangelegenheiten bei Ihnen zu Hause in Berlin. Da. In der Mehrbit 122a. Dort sind Sie der Ansprechpartner auch zu Hause wahrscheinlich, oder? Ne, das machen die Stadtwerke. Ich habe keine Ahnung von sowas. Ja, das ist mir klar, dass die Stadtwerke das machen. Aber Sie bezahlen das doch, oder? Ja, klar. Muss ich ja leider. Genau. Leider. Ja, wird hier immer teurer, der Scheißdreck. Ja, deswegen. Ja, brauchen Sie sich auch nicht zu wundern. Wissen Sie, warum das auch so teuer ist? Na? Weil Sie noch beim Grundversorger der Vattenfall sind. Da ist es immer überteuert. Das ist so, als würden Sie zu Shell gehen und Diesel für 1,50 tanken. Machen Sie auch nicht. Ne, fahr doch kein Diesel, Blät. Das ist voll Umweltverschmutzung. Blät. So, ist so. Und zwar, würde ich da gerne schauen, was bezahlen Sie denn monatlich? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, 58 Euro? Irgendwie sowas. 58 Euro? Ich glaube. Für wie viele Personen? Für zwei Personen? Ne, ich bin alleine. Und Sie bezahlen 8 Euro, das ist natürlich ganz schön viel. Ja, Hightech. Viel. Natürlich bin ich berufstätig, Blöd. Ja. Ich hab Urlaub, Mann. Okay, ich rechne mir das mal kurz aus, wie viel Sie da verbrauchen. Und okay. Dann schauen wir mal, wie weit das natürlich auch für Sie runtergeht. Weil der Grundversorger, die Vattenfall, da. Ist ja immer dazu verpflichtet, alle in ihrem Postleitzahlenbereich aufnehmen zu müssen. Auch die Leute, die einen Schufa-Eintrag haben oder die Leute, die ihren Strom nicht bezahlen wollen. Ja. Deswegen setzt die Vattenfall die Preise immer ganz schön hoch an. Aber sie haben ja weder einen Schufa-Eintrag, noch bezahlen sie ihren Strom nicht. Warum sollen sie dann die teuren Konditionen tragen? Warte mal. Die nehmen die ganzen Leute, die kein Geld haben und machen ihre Preise ganz hoch. Weil die genau. Leute sie haben, bezahlen, die kein... Aber warum, wenn die Leute kein Geld haben? Ja, das sind die Idioten. Wah. Nachhuis, Zucker. So, schau ich mal. So, für den gleichen Verbrauch, den ich mir jetzt ausgerechnet habe, Sie verbrauchen 1900 Kilowatt im Jahr. Okay? Da. Und für 1900 Kilowatt bezahlen Sie 58 Euro aktuell, ist das richtig? Da, ich weiß nicht wie viel, aber es sind 58. Das kommt hier auch bei mir raus, 58 Euro, ist schon richtig. Ja, aber ich weiß, diese Kilogramm weiß ich nicht. Ja, brauchen Sie auch nicht zu wissen, weil durch den Abschlag kann ich mir diesen Kilogramm ausrechnen. Weil es okay. gibt immer einen bestimmten Rechnenweg, weil ich weiß ja, was Sie für ein Kilowatt bezahlen und was Sie für Ihren Grundpreis bezahlen. Weil ich habe ja den Rechner auch von der Vattenfall hier vor mir liegen und kann mir durch den Abschlag, den Sie im Monat bezahlen, Ihren Verbrauch ausrechnen. Und Ihr Verbrauch, okay. der Verbrauch liegt bei 1900 Kilowatt. Und dafür bezahlen Sie 58 Euro. Und, jetzt und das machen wir jetzt runter. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ich habe Computer von denen und jetzt wisst ihr, wie die berechnen? Nein, ich habe einen Computer von der Vattenfall hier vor mir liegen. Also ich habe deren Preise. Wo habt ihr den denn her, wenn die das wüssten? Das ist immer vom Grundversorger. Das ist online. Das wird einfach im System verarbeitet. Und das ist natürlich damit drin. Damit ach wir so. Für den Kunden arbeiten können. Also, ja? Ich dachte, du hast gemacht wie diese Edward Snowden. Du hast da einhacken, dass du weißt, was die bezahlen. Zucker. Nein, keine Sorge, mein Freund. So ein Hacker bin ich nicht. Oh, schade. Wäre doch cool, Mann. Dann hätte ich auch noch cool, paar. Dann hättest du auch 300 Euro bezahlen müssen bei mir. Was? Naja, kommt drauf an. Wenn du mir Lottozahlen sagen kannst, gebe ich dir auch 500 Euro. So, schauen wir mal, Freund. So, da. Du bezahlst jetzt für 1900 Kilowatt keine 58 Euro mehr, sondern monatlich nur noch, lassen Sie mich mal schauen, 46 Euro für den gleichen Verbrauch. Das heißt, 12 Euro sparst du im Monat und am Ende des Jahres 144 Euro. Du schmeißt nicht monatlich jetzt schlecht. 144 Euro, bliert jedes Mal weg. Bliert, das ist viel Geld, Zucker, da kannst du ja, richtig geil Party machen. Euro kannst du dir viele Drogen kaufen. Viele Drogen? Was bist du denn für einer? Was geht bei dir, Mann? Ich bin fleißig. Sind die fleißig am Schnupfen hier? Seid ihr so alle auf Speed im Callcenter? Kann man das bei euch so den seelischen Druck, kann man den ohne Droge nicht aushalten? Sie sind ein Gewalttäter. Ich hatte noch nie so einen lustigen Kunden wie Sie, das muss ich gestehen, Herr Sommer. Da muss ich dir Geständnis machen, das könnte an meinem Beruf liegen. Ich bin Clown, Blöd. Sie sind ein Clown, Blöd. Ich bin Clown, Blöd.
Okay, haben Sie auf jeden Fall den richtigen Job gefunden. Ich glaube auch, also Leuten gefällt immer, weißt du, ich gehe zu so Kindergeburtstagen und so Sachen und dann, die freuen sich immer und es ist halt geile Arbeit. Nicht alle freuen sich über Clown, nicht alle freuen sich über Clown. Nee, das ist richtig, weißt du, letzte 2 Jahre ist richtig gefährlich geworden, weißt du, einmal sollte ich zu Mitternacht, haben wir in Frankfurt einen großen Termin gehabt, da wollte einer... Ja, Mitternacht sagt doch schon alles. Dass wir bei sein, die haben so Kochgebäude hier von, wie gesagt, mal so Büro, ne? Und da sollte ich mit meinem Sohn, der macht da auch mit, da sollten wir Auftritt machen. Und die hatten alle schon gesoffen wie die Kamele und dachten, die Killer-Clown kommen. Wobei wir ganz normal aussehen, weißt du, wirklich wie so von Zirkus mit lustiger Nase und die haben Stühle auf uns geworfen, blöd. Also mal, da sind sie wenigstens heil und gesund da rausgekommen. Wer sagt das? Weißt du, ich habe immer Kalaschnikow. Sie leben noch. Sie leben noch, das sagt es mir. Ja, ich lebe noch. Noch. Wer weiß, ob die mich nicht noch holen kommen. Sollten Sie Ihr Beruf wechseln, Herr Sommer? Ja, das ist sehr gut. Hast du Alternative? Wie verdient man Geld bei Callcenter? Kann man das leben von? Das möchte ich dir nicht ans Herz legen. Ich weiß nicht, wer Zuhälter oder so. Zuhälter. Also auf jeden Fall, du bist ein richtig guter Milieumann. Man sagt dir immer, bei Callcenter sitzen lauter Kriminelle. Du redest von Puffen, von Drogen und von allen möglichen Sachen. Ach Quatsch. Ach Quatsch, so ist das nicht. Wir machen nur hier ein bisschen Spaß. So, da finde ich gut. Weißt du, ist jeder Markt hat seine Farbe. Ich mag am liebsten den Schwarzmarkt. Herr Sommer, sind Sie denn gerade zu Hause anzutreffen oder erwische ich Sie wohl gerade woanders? Ne, ich sitze zu Hause, Urlaub genießen. Sie sitzen zu Hause, Herr Sommer, dann geben Sie mir mal die Kundennummer von der Vattenfall, dann mache ich Ihnen das fertig, weil Sie bezahlen jetzt nur noch 45 Euro statt 58 Euro. Gib mir mal die Nummer von der Vattenfall, woher soll ich das wissen? Die Kundennummer, die steht immer auf der ersten Seite Ihrer Stromunterlagen mit drauf, weil Sie müssen sich als Kunde soweit um nichts kümmern, das machen alles wir für Sie. Das heißt, Sie kriegen die Unterlagen postalisch zugeschickt, schauen sich das Ganze einmal schriftlich an und dann brauchen Sie das wegheften und zum 1.12. bezahlen Sie dann nur noch 45 Euro für Ihren Strom statt 58 Euro, ja? Blöd, das willst du mir auf gut Deutsch sagen, ich muss jetzt gucken, wo habe ich das hingelegt. So sieht's aus. Oh, Sie finden die notfalls auch immer auf dem Kontoauszug drauf, die Kundennummer. Ansonsten immer in Ihren Stromunterlagen steht eine Kundennummer und eine Zählernummer. Weil ich brauche die Kundennummer und eine Zählernummer, Herr Sommer. Blöd, das ist 2017. Welcher Mensch hat da noch Kontoauszug? Das kannst du beim Museum bringen. Vielleicht kannst du da deinen Schwarzmarkt machen. Sagst, guck, ich habe Kontoauszug von letztem Jahrtausend. Möchtest du kaufen? Ah, denn eigentlich, du musst bei mir eintreten. Ich kann nicht mehr, ich bin hier auf der Arbeit, die Leute denken, ich bin verrückt hier. Ja, du redest doch die ganze Zeit von Drogen, Blöd. Was hast du dir heute Morgen schon reingezogen, Mann? Ich habe heute Morgen nicht gefrühstückt, ich glaube, das ist das Problem. Wie, kannst du nicht ohne Frühstück losgehen bei so Arbeit? Ja, wenn man ein bisschen verschläft und Arbeit geht dann natürlich vor, ich sterbe hier auch gerade. Oh, hast du am Wochenende gesoffen? Ach, Quatsch. Was ist 20 Minuten? Wochenende war hart genug, Herr Sommer. Was ist in 20 Minuten? So, in 20 Minuten habe ich Pause und dann wird lecker gegessen. Oh, was gibt's denn heute Schönes? Ja, schönes Soljanka. Es gibt Currywurst mit Pommes. Boah, das Schweinefleisch. Richtig Gourmet, Blöd. Richtig Gourmet. Richtig, als Muslimmann, Bruder. Als Muslim lecker Schweinerippchen essen. Warum machst du sowas? Warum nicht? Ist doch lecker. Ja, aber dann verrätst du doch deinen Gott, oder nicht? Ach, ich bin doch ich selber. Das reicht doch. Ja, aber wenn du dich selber als Moslem bezeichnest und dann sagst, du gehst Schweinefleisch essen. Das war ein Scherz, Herr Sommer. Was weiß ich denn? Du bist ja drauf wie ein Kamelen. Was weiß ich, was du alles machst? Sonst legen Sie mal das Telefon gerne mal kurz beiseite, weil mein Chef bezahlt hier nämlich die Telefonrechnung. Das Ganze hat bei mir nicht so eine Eile. Schauen Sie doch mal auf die Jahresendabrechnung von der Vattenfall. Schnappen Sie sich mal die Unterlagen zur Hand und dann schauen wir mal, wie weit wir Ihnen das Ganze natürlich auch vergünstigen können, ja? Ich hatte keine Eile bei dir, sag mal, kriegt ihr keine Provision da drüben? Nö, deswegen ist hier alles auf Zeit gearbeitet. Wieso kriegt ihr keine Provision, Blöd? Weißt du nicht, wie viel Geld du kannst bei Strommarkt machen? Weißt du, Kumpel von mir, der hat so Laden in der Stadt. Der gut Ex-Kumpel, das scheiß verräter Hund. Aber da kannst du hingehen und er hat mir mal erzählt, wie viel Geld er kriegt für einen Vertrag, Mensch. Da musst du sowas machen, Mann. Du verschwendest dein Potenzial. Ich mach das hier auch nur nebenbei, ich bin Student, Herr Sommer. Oh, was studierst du, Suka? Islamwissenschaften? Suka, ich studiere BWL. Irgendwie wusste ich, jeder, der aus Callcenter anruft, studiert BWL.
Ja? Ist der irgendwie Ich will bei. Richter werden, ich will solche Leute wie dich in den Knast stecken. Du willst mich in den Knast stecken, wofür denn? Dafür, dass du ein Clown bist. Oh, bleh, du kannst keine Clown bei Gefängnis stecken. Ich zettel Knastaufstand an, Zucker. Also mal, schauen Sie, legen Sie das Oh. Telefon mal bitte jetzt kurz mal beiseite. Schauen Sie doch mal bitte mal in Ihre Unterlagen, weil wir müssen natürlich auch beim Thema bleiben, weil mein Chef kontrolliert natürlich auch unsere Gespräche. Und wenn Da. er sieht, dass ich mich hier mit dem Kunden da jetzt mittlerweile schon seit 10 Minuten über Gott und die Welt lustig mache, kann das natürlich auch negative Folgen für mich haben. Und das möchte ich Oh, natürlich auch na, nicht. solange Bundesnetzagentur nicht kommt, ist ja alles in Ordnung, oder nicht? Ja, alles gut, Herr Sommer. Nicht denn, ich verrate dich nicht, keine Sorge. Wie gesagt, ich mag Alles die gut. illegalen Sachen, ja. Ich finde das Alles gut. gut. Ich Alles finde gut, das ich bin kein richtig Galloboy, super. mein Freund. Was bist du? Ghetto Ich Boy? bin kein Galloboy. Oh, sehr, ich habe Ghetto Boy verstanden, dachte, was Nein, nicht Ghetto Boy. will der? Oh, du bist schon ein kleiner Ghetto Boy mit Currywurst und was weiß ich nicht alles. Ach Quatsch, heute Blöd. Abend gibt's lecker Hähnchen mit Reis Oh, vom Hähnchen ist Chinesen. sehr gut, Chinesen, da esse ich manchmal auch gern, aber immer danach, oh nee, das brennt zweimal, Brett. So, was sollst du haben, Kundennummer? Genau. Ich habe jetzt hier diese ganze. Warte, das tue ich nur für dich, Blöd. Habe hier alles Ja, durchforsten. super, Herr Sommer. Anders will ich das noch nicht haben. Man muss das für mich machen. Ja, Blöd, das ist wie bei Mafia, Blöd. So, Kundennummer steht immer auf der ersten Seite mit drauf. Nennt sich auch Vertragskontonummer. Da, das weiß ich doch alles, Blöd. Super. Ich muss doch selber Rechnungen schreiben, wenn ich bei den Leuten, die für Geld verarschen. Weißt du, das ist geile Arbeit. Du gehst irgendwo hin, machst dich lustig über die Leute, sagst, Blöd, was bist du für hässlicher, fetter Wichser? Die lachen darüber und im Endeffekt meinst du das ernst, Blöd, weil der wirklich hässlich ist. Bei uns brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wir übernehmen das Ganze für Sie. Das heißt, Sie müssen nichts machen. Sie kriegen die Unterlagen nach Hause geschickt, schauen sich das Ganze einmal schriftlich an, heften das weg und zum 1.12. bezahlen Sie nur noch 45 Euro und gut ist. Mehr müssen Sie nicht machen. Den Rest mache ich für dich, ja? Geil, finde ich gut. Man kannst du dann bitte aufschreiben? Ja. Das ist 04 04 05 05 5 5 444 4 4 4 dann 84 8 4 602 Blät. 6 0 2 Ey, Galloboy, das ist doch meine Rufnummer. Da, du bist nicht auf den Clown reingefallen. Normal klappt das immer, Blöd. Der Erste, der Du das redest mal. mir nicht. Ah, oh, Blöd. Du machst mich glücklich. Du machst mich glücklich. Da sitzen doch Ja. nicht nur Ameben am Computer. Ja, alles gut. Ich bin hier schon bei meiner Arbeit. Also, Herr Sommer, deswegen, wir müssen da echt wirklich beim Thema bleiben. Sonst kriege ich hier einen Einlauf von meinem Chef. Deswegen, ich kann dir das gerne wirklich fertig machen, sodass du nur noch 45 Euro bezahlst, statt 58 Euro monatlich. Da. Da brauchen wir aber natürlich die Kundennummer von der Vattenfall, damit wir das Ganze natürlich auch für dich kündigen können, ja? Kannst du mal aufhören, deinen Text vorzulesen? Man hört richtig, Was dass für du ein Text? vorliest. Du liest mir das vor. Was für Lies? Ich kann alles innen und auswendig. Ich bin hier schon seit mehreren Jahren. Oh, kann man das so lange da aushalten? Ja, nicht wirklich. Aber die Mitarbeiter sind hier ganz cool drauf. Und vor allem, wenn ich Oh. solche Kunden habe wie dich, dann. Ja, das hat man nicht alle Tage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute auch einfach dich anschreien oder sehr unfreundlich sind. Ja. Ist das so? Also, sag mal, wie sollen wir denn jetzt verbleiben? Ich weiß nicht, ich möchte dir gerne ein bisschen was. Was ist dein schlimmstes Erlebnis bei Mein Callcenter? schlimmstes Erlebnis Da. ist ein Russe auf der Telefonleitung mit dem Namen Sommer. Warum? Weil ich nach der Kundennummer frage und der gibt mir meine Rufnummer. Der sagt zu mir, ich bin sein schlimmstes Erlebnis. Hier spricht man mit dem. Hallo? Grüße Sie. Wer ist da? Du kannst nicht so mit meinem Freund reden. Hier ist Rakesh. Hier ist Rakesh. Schönen guten Tag, Rakesh. Mein Name ist Ranjit. Hallo, wie geht dir, mein Bruder? Bist du aus, Okay, Herr bist du auch Sommer. von Neu-Delhi? Ich bin auch von Neu-Delhi, genau. Ja, sehr gut. Möchtest du Ziege kaufen? Ich möchte Ziegel kaufen, genau. Ja, Hat die Ziege auch lange Schnute? ja, will das jetzt nicht öffentlich sagen, was kannst du damit machen? Weil sonst kann ich das, wird es entmonetarisiert werden. Ja? Oh nein. Ich glaube, der hat es gemerkt.